Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder mal Mittwoch und wie immer mittwochs gibt es ein neues Video. In der heutigen Folge gibt es einen Quick-Tipp und zwar zeige ich euch, wie ihr in Lightroom eure Bilder optimal schärfen könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, wenn ihr ein Bild in Lightroom schärfen wollt, für die Ausgabe, fürs Web oder für den Druck, dann müsst ihr zum ersten darauf achten, dass euer Grundbild schon sehr scharf ist und richtig scharf fokussiert wurde, wie hier mein Demobild, das diese Voraussetzung erfüllt. Nun, wie schärfe ich? Ich wechsle hier ins Modul Entwickeln und gehe hier in den Bereich Schärfen. Den Radius stelle ich etwa auf 0,8, 0,9, hier bei einer Beauty-Aufnahme eher 0,8 und den Betrag ziehe ich dann etwas hoch, etwa auf 70, dann zoome ich hier rein, um zu sehen, wie sich das Ganze auf das Bild auswirkt. Wenn ich hier das überschärfe, mit 116 seht ihr schon, wie hier das Bild überschärft ist. Also gehe ich zurück auf etwa ja, so 70 ist okay. Dann maskiere ich das Ganze aus. Dazu gehe ich hier auf den Regler Maskieren und drücke hier die Alt-Taste. Dann seht ihr, dann verändert sich das Bild in Schwarz und Weiß. Alle schwarzen Stellen sind ausmaskiert, das heißt, dort wird die Schärfung nicht angewandt. Ich ziehe das hier ein wenig hoch, denn ich will ja nur die Augen, den Mund und die Lippen und hier oben die Haare scharf haben. So mit etwa 70 sollte das okay sein. Dann geben wir hier noch ein wenig Details hinzu. Das gehe ich auch etwa auf 70. So. Und dann gebe ich hier oben noch ein wenig Klarheit hinzu. Da gebe ich etwa einen Wert von 20. So, damit seht ihr, ist das Bild knackscharf für den Export ins Web oder für den Druck. Wenn ich das Ganze für den Export in Photoshop mache, ziehe ich die Werte etwas höher. Da unten bei der Schärfung vielleicht 80 oder 90, weil durch die Bearbeitung in Photoshop geht dann wieder ein Teil der Grundschärfe verloren. Ja Leute, so viel zum Thema Schärfen von Bildern in Lightroom. Wie das Ganze dann auch in Photoshop geht, zeige ich euch in einer späteren Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Quick-Tipp gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert hier oben meinen Kanal. Und wir sehen uns bestimmt wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss!